bin an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, genauer gesagt an der theoretischen Physik. Ich suche hier meine diesjährige Jenny Gusig-Preisträgerin 2020 in der Kategorie Innovation. Ich schau mal, ob ich sie da drin finde. Ich habe sie gefunden. Sabine Graf, Astrophysikerin und Doktorandin an der Universität zu Köln. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo, ich freue mich auch. Sabine Graf erhält den Preis für eine ganz, ganz tolle Projektidee im Fach Physik. Sie motiviert Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 zu einem sogenannten physikalischen Schnupperpraktikum an die Uni Köln zu kommen. Sie möchte, dass diese Schülerinnen sich dann mittelfristig für ein Studium hier entscheiden. Der Erfolg Ihres Projektes zeigt sich nicht nur an gestiegenen Teilnehmerinnenzahlen, an ganz, ganz tollen Experimenten und ganz viel Spaß im Projekt, sondern auch an der Bewertung über externe Gutachterinnen, die hier Sonderforschungsbereiche bewertet haben. Die haben darauf hingewiesen, dass dieses Projekt eine wirkliche Besonderheit im Fach Physik ist und eine ganz außerordentliche Gendermaßnahme darstellt. Ich freue mich sehr für Frau Graf und ich würde jetzt gerne von ihr wissen, wie kam sie auf die Idee, wo hat sie die Notwendigkeit gesehen, dieses Projekt zu implementieren und was genau macht sie mit den Studentinnen bzw. den Schülerinnen? Ja, es ist super wichtig, dass es das Projekt gibt. Das erlebe ich ständig, wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich Physik studiere und dann kommt sofort die Antwort nach dem Motto, Physik als Frau? Oder von Frauen kommt meist die Antwort wie, ja, also Physik habe ich ja noch nie gekonnt und Physik, also das ist kein Fach für mich. Und das sind halt so Nonsens-Antworten, die halt auch sehr demotivierend wirken, wenn man das von der Gesellschaft immer wieder gespiegelt bekommt. Und dadurch scheint es so, als dieses Fach wäre das Fach nicht für einen was. Und deswegen ist es halt wichtig, um diese Schülerinnen zu motivieren und zu sagen, ja doch, das ist auch ein Frauenfach und ihr könnt hier auch studieren und erfolgreich sein. Und es gibt tolle Berufsmöglichkeiten, was man mit einem Physikstudium macht. Also wenn man sich anguckt, das geht von DAX-Vorständin bis Kanzlerin oder Nobelpreisträgerin. Also von daher und alle Facetten, die es noch dazwischen gibt. Wir laden die ein, um 2 Tage zu kommen. Ein Tag im Herbst und ein Tag im Frühling. Und damit können die auch dann, es kommen immer die gleichen Schülerinnen und beziehungsweise beim zweiten Mal laden wir noch mehr ein. Also, aber trotzdem, dann können die Schülerinnen, freuen sich dann, sich wiederzusehen. Die schreiben schon, die haben im Voraus Kontakt und können dann auch noch mal mehr aus dem Programm mitnehmen, weil sich Freundschaften entwickeln. Und wer weiß, vielleicht haben wir bald hier eine Schnupperpraktikum Physik-WG, die dann hier anfangen zu studieren, weil die sich schon aus dem Schnupperpraktikum kennen. Also es geht halt auch um diese Komponente, nicht nur lernen und Stoff vermitteln. Wir wollen wirklich begeistern, Netzwerken, Teamwork und dass diese Begeisterung dann über diesen Tag hinaus die Schülerin motiviert zu sagen, ja, ich schaffe das, ich kann Physik studieren, mir macht das Spaß und dann das Studium an der Physik dann auch aufnehmen. Liebe Frau Graf, das ist ein so tolles Projekt. Ich darf Ihnen im Namen der Universität zu Köln und auch im Namen des Prorektors Ansgar Büschkes ganz, ganz herzlich zum Jenny Gusig-Preis 2020 gratulieren und Ihnen diese Urkunde überreichen. Mit dem Preis verbunden ist ein Preisgeld von 3.000 Euro, was Ihnen zu Ihrer eigenen Verfügung zugehen wird. Einfach als Dankeschön der Universität für Ihr unglaubliches Engagement. Und an dieser Stelle möchte ich auch Herrn Professor Trebst danken, der die Bewerbung von Frau Graf unterstützt hat. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist der Preis Ihrer. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig. Vielen herzlichen Dank.